Adolf was a scary man, bird lean and tall. Listen to a story now that really had befall. Left his hills and mountains to live in a little hut. He drank a lot and turned to grow and liked to go all out. Jagen bedeutet einerseits ein Tier erlegen, aber andererseits im übertragenen Sinn steckt das Jagen in allen von uns drin. Und wir sind zum Beispiel auf Schnäppchenjagd, wenn wir ein schönes Kleidungsstück wollen oder ein günstiges Kleidungsstück. Ja, Jagen ist ein Thema, das alle Leute betrifft, nicht nur die Jäger, die Tiere schießen. Hier im ersten Stock geht es vor allem um das Jagdhandwerk. Also es wird wirklich erklärt, wie Jagen funktioniert. Und wir haben das szenografisch so aufgebaut, dass es verschiedene Monolithen gibt. Das sind so Holzkonstruktionen. Und auf jeder Holzkonstruktion gibt es ein Tier, ein Tierpräparat. Und anhand dieses Tieres wird das Thema dann aufgegriffen. Also dieser Bär hinter mir, das ist eigentlich ein bisschen das Paradestück der Ausstellung, einer der letzten Bären, der in der Schweiz erlegt wurde, und er wurde in Stams von einem Tierpräparator präpariert. Im Obergeschoss, da geht es um Jagen und Kunst, weil das Jagen ist schon sehr lange ein Thema in der Kunst, das wird immer wieder aufgenommen. Und es geht auch noch um das Wildern, und zwar, was man sich darüber erzählt. Früher ist man bei einem Ort, da bin ich auch wieder raus, über 8 Uhr am Morgen früh, mit dem Geschoss, und dann ist man heim, fertig. Niemand hat etwas gemerkt. Man erzählt sich viel über das Jagen und vor allem über das Wildern. Es gibt sehr viele Wilderergeschichten hier. Das hängt mit einem historischen Wildererfall zusammen, der im Ende 19. Jahrhundert hier stattgefunden hat. Und seitdem ranken sich sehr viele Geschichten darum. Es gibt mittlerweile auch Freilichttheater, es gibt ein Buch darüber. Es haben sich schon sehr viele Leute mit diesem Thema beschäftigt. Von dieser Familie sind sicher viele jung verunglückt. Was ich jetzt weiss, ja. Von 25 bis 50, 5, 6 junge Männer, starke Männer sind verunglückt, ja. Das mit der Wilderei, klar, das ist eine Leidenschaft gewesen, es ist noch das letzte Sucht geworden. Die Gefahren haben sie vielleicht schon gesehen, aber sie haben es nicht mehr wahrgenommen. Wir möchten einen sehr neutralen Blick auf das Thema Jagen lenken, weil wir können nicht beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es interessiert uns, wie es funktioniert. Und das, glaube ich, ist uns in der Ausstellung gelungen, dass wir auch Leuten, die nicht jagen, zeigen können, wie das funktioniert und dass es nicht immer so einfach ist zu sagen, das ist jetzt schlecht oder das darf man nicht. But often as it is in life, insight comes too late. And when he died, his love that was that every storm abates.